Herzlich willkommen zum neuen Video von JP Performance. Tatsächlich der Klönestraße 2. Wir testen heute den dicken V6 Mercedes-Benz Vito mit 203 PS. Wenn wir mal eine 0-300er Messung machen und gucken, was das Ding so drückt, wa? Muss mal Luft füllen, dann machen wir echter Profi auf dem Crosspass und dann machen wir Begrüßung. Okay. Wieso muss der jetzt gewechselt werden? Nicht gewechselt, ich hab noch viel Luftfilter drin. Weil die waren noch nie trocken gewesen. Du warst schadigst alle? Ja! Was du für Anfälle? Willst du zwei Handschuhe rausnehmen und die ganze Packung kommt raus? Ja, wo wir gerade bei Handschuhen sind. Mypode.de. Shop now, Alter. Ich bin etwas verliebt. So, mein O. Moin moin, wunderschönen Menschen, herzlich willkommen auf meinem Channel. Wir sind heute im wunderschönen Wriezen, Tag 1 von 2, heute Samstag. Und wir machen heute eine Motocross-Rennsimulation. Quasi habe ich meinen alten Zeitplan genommen, habe da die Zeiten von abgeschrieben. Fangen um 10 an mit Training, jetzt muss ich mir jetzt auch langsam ein bisschen sputen. 10 ist das erste Training, 11.30 Uhr ist das zweite Training, Pflichttraining, also so wie beim Rennen. Dann ist Mittagspause 2 Stunden, dann ist um 14.30 Uhr erster Lauf und dann um 16.20 oder 16.15 Uhr quasi zweiter Lauf. Das mache ich, um halt so ein bisschen mich an die Zeiten zu gewöhnen und halt mal so einen kompletten Renntag durchzuspielen. Ich hatte schon eine relativ erfolgreiche Woche eigentlich vom Training. War Sonntag in Dannenberg, Dienstag bei mir auf der Strecke. Am Mittwoch habe ich mich hier in Wriezen schon auf die Fresse gepackt. Ja. Und den Helm auch ein bisschen lidiert, leider. Aber gut, alles halb so wild, haben wir hier fix. Ziehen wir schnell um, ich habe keine Zeit mehr, wa? Noch was tanken. Was sagt denn die Uhr? Oh, halb. Haben wir noch eine halbe Stunde Zeit. Aber siehst du, wir müssen die Uhr noch anbauen, rasch. G-Shock. Ich habe einen schönen G-Shock gekauft. Ja. Wenn ich jetzt alleine fahre und Teddy halt filmt, kann mir ja keiner die Zeiten anzeigen. Deswegen habe ich mir jetzt hier so eine ganz billige Armbanduhr bei Kaufland geholt, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Danke Kaufland, dass ich mir die Uhr kaufen konnte. Danke Roy Berger, dass du sie bezahlt hast. Ist nur cool. Weil hier wäre natürlich das naheliegendste, aber das fing sau hässlich. Da ist alles, ich find's geil. Bei Kartenberg hatte ich mal gesehen, der hatte irgendwie hier eine Bremspumpe so rum. So, das fängt eigentlich ganz cool. Ist halt nur die Frage, inwiefern man das denn lesen kann. Ne? Aber kann ich ja gleich im freien Training ausprobieren. Das machen wir jetzt einfach. Das ist geil, da ist ein bisschen Benzin zu schnüffeln, oder? Oh, von Samstagmorgen geklappt, ey. Wenn ihr Benzin hier hoch, erinnert mich auch an irgendwas anderes in der Nase. Aber ich wüsste jetzt, mir fällt gerade nicht mehr ein, was? Nee, mir auch nicht. Oh mein Gott, Jayan. So, wir haben jetzt 9 Uhr 48. Everybody bitches on my plans. Yeah, fuck my friends, I'm DIY. Cause everybody stabs you in the back. Yeah, fuck my friends, I'm DIY. Cause everybody stabs you in the back. Yeah, fuck my friends, I'm DIY. Cause everybody's talking so much shit. Yeah, fuck my friends, I'm DIY. Cause everybody leaves in the end. Teddy Löschel, was sagst du? Was ist denn los mit dir? Bist du K.O.? Ah, ich staune, dass du so viel rumgeflitzt bist gerade. Ja, ich muss ja gucken, ich war hier noch nie. Ja, geil. Junge, den hast du gesendet, den hatte ich aber nicht drauf. Vorletzte Runde. Schön, Teddy. Bei info@ryb3r könnt ihr euch jetzt als Kameramann bewerben. Ich suche jetzt. Ja, freie Training haben wir geschafft. Ich gleich Motorrad ein bisschen durchkicken. Ich hatte nämlich mit Opi die Kette neu gemacht. Weil die war schon ganz schön. Konntest du einen Kreis legen. Ja, keine Ahnung, haben wir jetzt erstmal bis 11.30 Uhr Zeit. Ich blende bis zum freien Training einen tanzenden Bär ein. Viel Spaß dabei. Dass er ja die Rennleitung auf meine Startnummer sieht, ne, beim Pflichttraining, dass ich eine schnelle Runde gezeitet habe. Was ist denn dein Adapter? Nee, hat die hier ran was? Transponder. Ja, fehlt noch. Naja, ist Hobbyrennen heute. Handstoppen noch. Da sitzen drei kleine Chinesen oben mit Stoppuhren und dann stoppen die mit. Ja, ich habe übrigens die Uhr jetzt doch nochmal umgebaut. Die jetzt doch hier oben aufgebaut. Aber ich glaube, ich muss die hier an der Seite machen, falls ich stürze, dass ich kenne die direkt durch mit dem Brustkorb auf Donner. Ich wollte gerade sagen, wenn du da immer raufknallst. Also hier war okay, aber du siehst es nicht und hier siehst du es vernünftig, weil das. Kannst du rasch mal runter gucken. Ja, so blendet es vielleicht auch noch mal mehr, wa? Ja, weil es halt ein anderer Winkel ist. Ja. Genau. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal, was wird. Was wird? Ja.
regnet natürlich und nieselt jetzt den ganzen Tag immer wieder. Kannst du ja kurz mal die Wolken da hinten filmen? Film mal die Wolken. Ich filme die Wolken. Hab die Wolken gefilmt. Ja, das ist jetzt mein Pflichttraining, werde ich wahrscheinlich nur mit der 360-Grad-Kamera fahren. Mal kurz einen Zwischenstand, weil wir machen heute Rennsimulation. Ist jetzt 11 Uhr, kurz vor. Also halber noch eine halbe Stunde. Wo es denn darum geht, wie beim echten Rennen, für Leute, die natürlich keine Ahnung haben, ne? Motocross-Rennen besteht aus einem freien Training, Pflichttraining, also sozusagen ein Quali-Training, wo es dann um die Startaufstellung geht, in welcher Reihenfolge man an den Start fährt. Halt ersten Lauf und ins zweiten Lauf. Und aus den beiden Rennläufen wird dann halt das Gesamtergebnis oder die Tageswertung halt geschlossen. Wir haben mit freien Training uns, geschafft, haben uns die Strecke halt angeguckt, da geht es halt auch noch nicht. Und jetzt kommt es im Pflichttraining darauf an, wer die schnellste Runde fährt, wie bei der Formel 1, wie beim Quali-Training. Das machen wir dann jetzt gleich. Aber wie gesagt, jetzt fängt schon wieder an zu regnen. Ich pack die Kamera mal lieber rein und wir schalten mal dann pünktlich um 11.30 Uhr auf die 360-Grad-Kamera um. Ich wollte ja gerade eigentlich eine Runde mit euch drehen, hat ja regnet wie Sau. Ich hoffe, dass die Kamera wenigstens die innere Runde drauf hat. Ich fahre jetzt noch weiter für mich, aber leider ohne euch. Wie Teddy von hier vorne ins PC aufnimmt. Ja, leider Kamera abgeschmiert. Sorry. Aber wenn es nochmal 2 Runden gefahren auf Zeit, so wie halt auch im Pflichttraining machen würde, ich würde halt maximal 3 Runden auf Zeit probieren, um Kraft zu sparen. Weil du nicht in den ersten 3 Runden hinkriegst, kriegst du danach sowieso nicht mehr hin. Gut, dann haben wir jetzt Mittagspause von 12 bis 14 Uhr. 14.30 Uhr ist dein erster Laufstart. Kommen wir gleich mal zum Döner, oder? Erstmal zum Döner, oder? Erstmal zum Döner, auf jeden Fall. Ja, YouTube. Weil er YouTube macht? Ja. Ich würde ja meine Fans nie ausnutzen für irgendwas. Nie. Nie im Leben. Da hast du eine Stelle vergessen. Außerdem macht es ja freiwillig. Nein, das zieht doch. Gib nochmal die Sticker zurück, dann ja, müssen wir nochmal Schauspieler. Ja. Guck mal hier, danke, dass du sauber gemacht hast. Dankeschön! Ja! Hier ist alles echt, die Wunder gespielt. Erste Rennen dieses Jahr, bin schon aufgeregt. Wie rechnest du dir deine Chancen aus? Man muss ja mit nach hinten kommen zum Start, ne? Ja, klar. Erstmal kommt jetzt nochmal ein Schauer, aber ein ordentlicher. Ja, fängt Alter. Schon an. Fängt schon an. Oha, Alter. Ja. Das ist ein Scheißdreck. Ach nö, ich hab dir gerade nicht richtig gehalten. Also mal raus. Unter Einsatz seines Lebens wird hier das Motorrad beschützt. Wow, dieser Mut. Oh. Lecker. Ist das Hillal eigentlich? Was ist das? Hillal? Also nee, Halal. Heißt Hillal mit E. Ohne Fleisch. Ja, war am Wochenende zum Motocross, haben sie gesagt, für richtig gutes Wetter. So, Mittagspause vorbei, die Sonne scheint wieder. Ja, 14.30 Uhr ist Start, heißt 14.20 müssen wir 10 Minuten vorher am Vorstand stehen. Dann haben wir jetzt noch 20 Minuten Zeit. Gut. Ist das eigentlich Klassentreffen gerade? Das ist das Klassentreffen, der alten Menschen. Seniorenklasse, Seniorentreffen sind da drüben. Bin auch nicht mehr weit von entfernt. Ich wollte gerade sagen, so 1-2 Jahre noch? 3. Okay. In 3 Jahren kann ich Senioren mitfahren. Das werde ich auch machen, ihr Assis. Nur um euch zu ärgern, mit Absicht. Wir haben jetzt 14.15 Uhr ungefähr. 14.30 ist der Start. MX2 fährt gerade. MX2 fährt gerade sehr gut. Sehr gut, Einfall. Man muss ja 10 Minuten vor Rennstart, Vorstart sein, das wäre jetzt gerade. Und habe jetzt schon meinen Startspur gemacht. In der Vorstartzeit fahren wir dann die Einführungsrunde und nach der Einführungsrunde geht es ran an den Start. Und dann fahren wir 20 plus 2 Türen. Mit dieser ganzen Vorbereitung, man ist wirklich in diesem Film drin.
Grille fertig machen, Motorrad fertig machen. Guckst rum, naja, 5 Minuten noch, 5 Minuten noch. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, so was mal zu machen. Also für euch nicht einfach nur auf eine Strecke zu kommen und einfach nur die Runden abzuspulen, sondern wirklich mal richtig Training machen wollen. Das ist, glaube ich, ein ganz cooles Prinzip. Vielleicht auch eine Routine drin zu kriegen. Genau. Ich finde es irgendwie geil. Ja, gut. Jetzt noch was pushern und dann... Pushern. Ja. Schon seit 3 Minuten. Ich weiß, schön. Ich zeig dir extra noch an, eine Runde noch, dass du schon mal Richtung. Ich wurde aufgehalten. Nee. Bekannter von meinem Vater, wäre unhöflich, hängt da weiter hier. Nö, ist schön süd gelaufen. Waren jetzt 26 Minuten. Die letzten 3 Runden waren richtig rum, ihr Eier. Ja. Ja, aber erstmal für den ersten Lauf gut, der zweite Lauf wird dann schon hart. Aber haben wir ja noch. Ja, ein bisschen Zeit, 2 Stunden. 16:45. Ja. Nee, 16:15. Das soll wieder weg. Ist. Ich glaube, das passiert halt auch. Jetzt hat er sich den Schorf abgekratzt, dass es ein bisschen blutig aussieht. Sieht aggressiver aus auf jeden Fall. Ja. Ist ja eigentlich so schlimm ohne Schorf. Aber da wird eine schöne Narbe stehen, die Weiber drauf. Kann ich mir eine Jungschau aufreißen, meinst du? Siehst du? Narben? Vielleicht. Aber nicht später. Wenn es so alt ist. Fahr mal. Ich halt kurz Pause, er muss kurz losspulen. Ach so. Ja, ich kann doch nicht. Oh, ist durchgezogen, Alter. Wir wären natürlich jetzt noch berührt, wenn man jetzt halt noch einen dritten Mann bei hätte. Ich hab noch dir zugerufen, soll Max die Zeit machen. Der jede Runde, naja, der müsste aber die ganze Zeit an jeder Stelle sitzen. Naja, halt. Der jede Runde quasi stoppt, dass man dann danach gucken kann, wie du halt, wie gleichmäßig du hier fährst. Na, so wie war in, wo war man? Nicht Fürstenberg, sondern? Wilmsburg. Wilmsburg, genau. Aber da haben wir keine Runden gestoppt. Doch, ich hab die gemacht. Jede Runde? Ja, jede Runde. Ja, jedenfalls sind wir jedenfalls noch ein bisschen unter, dass du halt gucken kannst. Gut, ich bin innerhalb von der ersten bis zur letzten Runde. Wäre natürlich Optimum, dass du immer die gleiche Rundenzeit fährst. Ist natürlich ja. Auf Hobby-Ebene eher schwierig. Profis können das. Aber dass du, sag ich mal, innerhalb von den 20 Minuten vielleicht 2 Sekunden langsamer auf die Runde wirst, das wär noch akzeptabel. Aber ich denke mal, bei mir wären eher so 5 Sekunden sein. Weil ich echt dann schon abgedüst habe teilweise. Aber irgendwie, ich hatte aber 3. Runde harte Arme. Da ich zwischenzeitlich wieder hingekriegt, dass sie locker wären. Aber dann, naja. Aber hat Spaß gemacht und Vierter bin geworden. Zweiten Lauf nochmal richtig rinklotzen und dann top. Podium drin, Alter. Ein paar Sekunden später. Das ist halt so typisch Motocross-Wetter. Ja, das ist so typisch. Du hast ein Rennen, stehst im Vorstand, siehst schon die Wolken und fährst los zur Einführungsrunde. Und dann kommt genau so ein Sprüsel-Niesel-Pieselrie. Ach, schön. Der Tag gelaufen, kannst du loben. Ja. Immer wieder schön. Vom Motocross haben sie gesagt, das ist total geil, haben sie gesagt. Das ist total billig, haben sie gesagt. Ja, das ist auch alles total billig, ja. Als Maul, ey. Darf ich dir herkommen? Starbesuch das heute. Das hatten wir vorher noch. Na, Obi? Hallo? Omi war bestimmt schon 15 Jahre nicht mehr auf dem Crossplatz. Heute hat sich mal angetan bei dem schönen Wetter. Ja. Sehr schön. Man hat nur die falschen Sachen. Genau. An. Mein Gott. Ja, die Chefmechanikerin muss sehen. Die hat den Teamtruck vorbereitet. Naja.
Wir fahren ja dann morgen schon zum nächsten Rennen. Die ist schon mal unterwegs, die baut schon mal ein Vorzelt für morgen. Ja, Daytona. Daytona, nee, Luckau. Luckau Supercross. Luckau Speedway. Ich meine, für uns ist es ja morgen, für euch ist es ja dann erst nächste Woche oder in zwei Wochen. Läuft halt noch nicht so wie früher, kann ja auch gar nicht jetzt nach dreimal fahren. Aber ich sag mal, so viel wie ich jetzt die Woche trainiert habe, halt zusammen mit Sonntag, dann wäre ich Dienstag bei mir, Mittwoch hier. So oft waren wir letztes Jahr zusammen unterwegs. Ich wollte gerade sagen, so oft war ich letztes Jahr überhaupt fahren gewesen. Deswegen, der Motorrad hat jetzt, seitdem der Motor gemacht ist, habe ich jetzt schon wieder 4 Stunden drauf gefahren. In der Woche. Das ist schon ordentlich. Also brauche ich eigentlich noch ein neues Motorrad. Trainingsmotorrad, Rennmotorrad brauche ich noch. Das ist ja Landesmeisterschaft, da muss man ja profimäßig auftreten. Soll ich mal meinem Alter entsprechend einen Witz machen? Okay. Krieg mal Jax weiß gewaschen. Schöne Dinger. Kann man weiterempfehlen. Ja. Falls ihr übrigens nicht wisst, wer das ist, ne? Ist Schauspielgröße von Preußisch Gangster. Ich bitte mal nochmal rasch in die Szene ein. Montag kommen wir nochmal wieder und dann holen wir die restlichen 400 ab. Da brauchst du mir so Bescheid. Gucken wir, ist mir doch egal, Alter. So, Autogramm gibt's wieder voll eine Stunde, wenn ihr dann seht. Mal mittwochs ab 16 Uhr an der Strecke in Britzen. Auf White Motor Bros. Übrigens ist meine Freundin, die hat man ja schon lange nicht mehr gesehen. Das ist alles immer noch beim Alten. Immer noch da. Gut, jetzt hier. Es ist jetzt 15.57 Uhr. Gut, hier, danke. Ja, machen wir uns jetzt fertig für den Vorstart, weil um 16.15 Uhr ist der Start. Ah. Start. Tschüss. Kann. Wir werden es gleich sehen, erst gleich durch. Aber jetzt auf den letzten Metern nochmal ein Überholmanöver. Er ist vorbei. Dritter Platz für Heuberger. Wir werden es gleich sehen, wer hier als erstes aus der Zielkurve kommt. Ich mache jetzt einfach den roten 3.0, Alter. Ja, es ist Heuberger. Auf der 350er KTM. Und hier. Platz Nummer 4. Ich bin schon wieder zu spät. Digga, als der Letzte gesagt hat, dachte ich, das ist die Letzte. Warte, ich geh jetzt zurück. Er ist noch gar nicht da. Doch. Na super, krieg mir ja wieder was anhören, Alter. Hey, wo warst du? Stark. Ich dachte, du hast Letzte gesagt im Sprung. Ja, dann bin ich noch eine gefahren. Ah, okay. Ja, okay. Zählen nicht, ist eins. Aber ich hab, das eins schon zählen? Nee, aber ich hab schön kommentiert. Ich war der rote 3.0, hat gesagt. Du hast vor allen Dingen in der letzten Runde noch eben auf der letzten Kurve überholt. Ich habe gesagt, war der Podiumskampf. Das war der Podiumskampf, das haben wir noch geschafft. Opi ist auch glücklich. Tschüss. Bis zum Morgen. Sorry. Bis zum Morgen. Ja. Dann viel Spaß euch. Danke.
War schön, Digga. War, okay. Nee, also war der erste Turn, also der erste Lauf war okay, der zweite Lauf, die ersten 10 Minuten okay, aber danach, mir tut so mein Rücken weh. Wir haben es wieder, weil, wir haben letztes Jahr um die Zeit genau dasselbe gequatscht, um ne? Um die ganze Zeit stehen und ja. Alles. Nach 10 Minuten ist dann, fängt es an und dann fange ich an, halt viel im Sitz zu fahren und dann wird es an, dann fängt es halt an, scheiße. Aber ich sag mal, ich bin beide Läufe durchgefahren, die Strecke ist nicht glatt, auch wenn eins, zwei Stellen vielleicht ein bisschen glatt sind, aber du hast hier ganz schöne... Ich hab die Rillen ganz viel Druck Dinger, drin. Dinger schon drin. Ja. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Machen wir auch wirklich direkt Verabscheuung jetzt, wa? Machen wir. Also wir hatten heute unsere Rennsimulation. Probiert es gerne aus. Denkt euch selber einen Zeitplan aus. Müsst ihr natürlich so anpassen, dass es halbwegs passt mit euren Trainingszeiten auf der Strecke. Oder erinnert euch einfach von eurem letzten Rennen von der Strecke den Zeitplan und orientiert euch daran. Also auf jeden Fall ein geiles Training und man kriegt einen Ablauf. Man kriegt einfach einen Ablauf drin. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, da ihr das eingeschalten habt. Für uns geht es morgen weiter. Jetzt seht ihr aber erst in 1-2 Wochen. Ja, schaltet nächstes Mal wieder ein. Das heißt, Teddy und der dicke Rollbär sind unterwegs auf sämtlichen Buckelpisten in ganz Brandenburg. Keine Ahnung. Ja, Pussy. Achso, guck meine Handschuhe bei moto.de. Ciao. Er wollte die ganze Zeit schon fahren. Er wollte schon fahren die ganze Zeit.